Packt ihn mal auf! Mein Name ist Albert Schmitz, ich bin aktiver Landwirt, wir haben einen Biolandbetrieb und wir sind heute hier in Bonn vor dem BMU, vor dem Bundesministerium für Umwelt und Naturschutz, um gegen das geplante Insektenschutzpaket, was am Mittwoch im Bundeskabinett verabschiedet werden soll, vorerst, um dann im Bundestag und Bundesrat beschlossen zu werden, zu demonstrieren. Wir sind gegen das Insektenschutzpaket, so wie es jetzt von Frau Schulze veranschlagt ist. Wir sind für Insektenschutz und wir fragen Frau Schulze, warum sind Sie nicht für Insektenschutz? Sie sagen immer, Sie sind für Insektenschutz, aber Sie sind dagegen. Wir sehen das. Wir haben bis jetzt ganz viele tolle Sachen gemacht. Wir haben Blühstreifen gemacht, Uferrandstreifen gemacht im Rahmen des Gesellschaftsvertrages, den wir alle miteinander geschlossen haben. Diese Sache nehmen Sie uns weg. Sie wollen Blühstreifen eintauschen gegen öde Landstreifen. Ödes Gras gegen Blühstreifen. So, und das kann nicht insektenfreundlich sein. Wenn wir einen Gesellschaftsvertrag haben wollen, dann muss der auch einerseits bezahlt werden und auch vernünftig umgesetzt werden und nicht mit irgendwelchen Ideologien einfach mal dahingesetzt werden. Sie sind aber auch nicht noch heute hier, das geht über mehrere Tage. Genau, wir sind bis Mittwoch sind wir hier. Wir halten durch bis Mittwochabend, bis dass der Beschluss im Bundeskabinett dann durch ist. Wo sind Sie persönlich jetzt her? Ich bin von Wachtberg, das ist 10 Kilometer von hier weg und vor den Toren von Bonn. Wissen Sie so ein bisschen, wo kommen die anderen her? Also was ist das Weiteste vielleicht? Oder was war jetzt heute auch ein Problem? Warum konnten nicht alle kommen? Also wir haben Kollegen aus Rheinland-Pfalz, aus Niedersachsen und aus ganz NRW heute hier. Viele aus dem Norden von NRW konnten leider nicht kommen, die sind total zugeschneit von dem Wetter her, das war nicht planbar und die stehen leider auf ihren Betrieben oder in den Dörfern im Schnee und im Wetter halt fest.